Ich wollte jetzt eigentlich der Holly die nächsten Tropfen geben. Und dann sehe ich, dass sie gerade so entspannt da liegt. Dann dachte ich, nee, das geht jetzt nicht. Der Hase ist einmal entspannt und hat sich der Länge nach breit gemacht. Dann wird später getropft. Alle Babys sind entspannt. Hoch. Das ist erstaunlich, meine Haare fallen viel schöner nach dem Waschen, wenn ich sie komplett an der Luft trocknen lasse und nicht föhnen muss, als wenn ich sie föhne. Wir haben wieder strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Ich bin heute etwas später dran mit Gehen, beziehungsweise ich bin noch gar nicht gegangen. Eigentlich wäre ich jetzt um die Zeit unterwegs, um Löwenzahn für die Babys zu pflücken. Aber ich habe gedacht, dieses Mal, ich lasse die Haare einfach einmal komplett an der Luft trocknen, weil eigentlich versuche ich das immer. Und jetzt kann man es natürlich machen, wenn man nicht in die Arbeit muss in der Früh dann. Ich habe es aber die letzten Tage dann doch immer geföhnt, weil ich dann dachte, ah, ich muss los, um Löwenzahn zu pflücken und das möglichst früh. Aber heute habe ich gedacht, ja, ich schaue mal, wie es ist und lasse es einfach komplett trocknen. Und ja, sie fallen einfach schön. Ich habe schon den Vlog für heute geschnitten. Heute auch mal andere Reihenfolge. Eigentlich habe ich das dann immer später gemacht, nach dem Spaziergang, heute davor. Und ja, das Video rendert jetzt gerade. Und ja, mal schauen, was der Tag heute so bringt. Holly hört, dass ich ihr Vitamin B vorbereite und sie macht schon Männchen. Andere würden flüchten, sie will ihr Vitamin B. So, wisst ihr was? Jetzt dürft ihr hüpfen. Okay? Einmal hüpfen. Die Maus hat einmal ihre Tropfen bekommen und ich habe gedacht, ich kontrolliere jetzt mal ihr Gewicht, nachdem sie ja beim letzten Tierarztbesuch 100 Gramm abgenommen hat. Jetzt schaue ich mal, was jetzt rauskommt, wenn ich sie hier bei mir wiege. Entweder ist unsere Waage die scheint wieder ein bisschen zugenommen zu haben. Emmy schaut immer so süß wie eine Mickey Maus. Lotte, was ist das für eine Gymnastik? Auf mich wartet der Abwasch. Ich habe nochmal die Thymianpflanze von den Babys gewässert. Vögel zwitschern. Und Wiese zwitschern. Der Haushalt ist gemacht und es ist jetzt langsam wieder an der Zeit, die Babys reinzuholen. Na komm, Schatz. Du bist der Letzte. Alle sind schon drin. Super. Super, Lotte.
So. Auch Lotti möchte auch. Oh, Lotti. So, ich habe es sicher in den Wald geschafft und bin auf der Suche nach Löwenzahn. Man kommt mit den Tagen irgendwie ganz durcheinander, welcher Wochentag jetzt eigentlich ist. Und prinzipiell ist es jetzt, naja, 2 Wochen her, seitdem ich zum Beispiel das letzte Mal Ballettunterricht hatte. Und das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Also das Zeitgefühl und auch so das Leben davor, was man hatte, das ist so in ewiger Ferne. Ich bin definitiv nicht die Einzige, die in den Blättern nach irgendwas sucht. Ich denke mir schon die ganze Zeit, was raschelt denn da so? Und dann sehe ich die Amsel. Die lässt sich von mir auch überhaupt nicht stören. Die denkt, was ist das für ein komischer, großer Vogel, der da rumwühlt. Die Futtersuche war erfolgreich. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know. Shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Wo ist denn der Bruno? Für alle, die kein Instagram haben, zeige ich es euch jetzt hier. Von 2016, die Lotte. Die ist nämlich früher immer auf den Stuhl gehüpft, wenn sie raus wollte, um sich bemerkbar zu machen. Da auch. Wie sie da sitzt. Der Blick nach draußen. Das wird gar nicht so angenommen, wie ich gedacht habe, dass sie sich darüber freuen. Ich dachte, die würden alle dann wie die Enten auf der Stange sitzen. Aber nicht so ganz. Emmy! Ja, wer kommt denn da zum Abendessen? Unsere Emmy. Bruno isst. Und was macht die Lotte? Hat einen Anfall von Liebesbedürftigkeit. Ach, Lotte. Diese kleine Hase, ha? Was geht in dir vor? Ich mache mir jetzt Abendessen. Und zwar gibt's
Die Lotte. Es gibt... Ich bin immer noch, früher waren die Töpfe hier und ich mache immer noch hier die Schranktür auf, weil ich denke, die Töpfe sind da. Der Mensch und seine Gewohnheiten. Obwohl die Töpfe schon sehr lange auf der anderen Seite sind, aber naja. Also ich mache mir Spaghetti mit Tomatensauce. Beziehungsweise muss ich mal schauen, wie viel ich noch von den Bandnudeln habe. Irgendwie habe ich mir gerade gedacht, sieht das aus wie so ein Eisbecher. Da ist doch auch immer irgendwas so hoch aufgestapelt. Mein Abendessen ist jetzt auf jeden Fall fertig. Guten Appetit! Ihr Lieben, schreibt mir eure Lieblingsstelle vom Video gerne unten in die Kommentare und ja, wie geht's euch? Was habt ihr heute so gemacht? Wie war euer Tag? Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.